Dann macht es euch mal gemütlich. Es war einmal ein Vogel, der flog und flog. Er sah Landstraßen mit grünen Autos, schwarzen Autos und Lastwagen. Er kam an einem Park an. Dort sah er einen Spielplatz mit spielenden Kindern. Er liebte es, spielende Kinder zu beobachten. Ganz alleine? Das ist doch merkwürdig. Das geht irgendwie nicht. Oh, Scheiße! Ich glaube, das ist deine. Boah, ist das deine Kamera? Ja, das ist die von meinem Vater. So eine hätte ich auch. Wir wollen nämlich bei so einem Filmwettbewerb mitmachen, haben aber keine Kamera. Ja, ich wollte auch mitmachen. Das ist alleine probiert, aber naja. Vielleicht ist ja der gleiche. Kann sein, ich hab hier so einen Zettel davon. Ui, das ist der gleiche. Oh, ich würde so gerne den ersten Preis gewinnen. 4 Tickets zur WM. Ja, voll cool. Wollen wir vielleicht zusammen einen Film drehen? Naja, ich weiß nicht so wirklich. Irgendwie sei doch nicht so. Oh, sorry. Was siehst du denn da? Ach, so ein Fußballmagazin. Eben ein Artikel über die WM. Ich wäre so gern dabei. Oh, wir machen das in Filmwettbewerb. Jetzt kann man Tipps drehen. Kann ich mitmachen? Vielleicht gewinnen wir ja. Ja, das wäre voll cool. Ich bin übrigens Juli. Ich heiße Felicitas. Ich bin Karin. Ich heiße Tina. Dann lass uns loslegen. Wollen wir vielleicht ein Fußballspiel machen? Ja. Wie war es denn mit einem Liebesfilm? Aber wir haben ja keinen Jungen. Also ich bin von Science Fiction. Ein Krimi fände ich besser. Also hier beim Kofferraum, da machen wir auch eine Szene, wo ich im Kofferraum drin bin. Und dann wird es eben dann schwarz. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass du immer wieder gleich den Kofferraum aufmachst, weil ja. Ich da nicht drin ersticken möchte. Natürlich. Nicht in die Kamera gucken. Ja. Und nochmal, los! Alles klar. Einen Monat später saßen Felicitas, Juli und Tina bei Tina zu Hause und aßen Salat. Als Tina die Post durchsah, entdeckte sie endlich den lang ersehnten Brief. Ist das der Brief? Ja. Und?
Wir haben den. Ja, mach schon. Ersten Platz gewonnen. Wirklich? Das glaube ich nicht. Zeig mal. Hey. Liebe Tina, Juli, Felicitas und Karin. Wir müssen Karin noch anrufen. Stimmt, ich habe mein Handy dabei. Hi. Hi. Und, wie war das Spiel? Voll scheiße, ey. Diese blöden Hochdinger. Die eine da, die hat irgendwie die ganze Zeit voll gefault. Und der Schiri hat mich, also der dachte, dass ich halt eine Schwalbe gemacht hätte und deshalb hat er mich auch rausgenommen. Und jetzt habe ich so einen riesen blauen Fleck am Bauch, wo diese Tussi mir ihren Ellenbogen in den Bauch gerammt hat. Und ja, außerdem habe ich mir noch den. Das tut mir leid. Aber eigentlich habe ich angerufen, weil der Brief angekommen ist. Was? Welcher Brief denn? Ich gebe dir einen Tipp. Es ist keine Rechnung. Was? Oh, der Brief. Ja. Welchen Platz haben wir denn? Frag doch mal. Den letzten? Fast. Wir haben den ersten Preis gewonnen. Ich komme jetzt gleich zu euch rüber, ja? Wann denn? In 15 Minuten, wann ich die richtige Straßenbahn erwische, ja? Ciao. Okay, ciao. Okay, sie kommt bald. Da bist du ja endlich. Wo ist denn der Brief? Hier. Kannst du mal vorlesen? Okay. Liebe Tina, Juli, Felicitas und Karen. Ihr habt 4 Tickets zur FIFA-Weltmeisterschaft 2006 gewonnen. Ihr könnt eure Preise bei der folgenden Adresse bis zum 6.7.06 abholen. Dann kommt die Adresse. Dieser Brief gilt als Bestätigung. Dann lass uns doch den Film jetzt nochmal anzuschauen. Ja, okay. Ärgerten sich sehr, doch Tina freute sich auch, denn nun hatte sie endlich Freunde gefunden. Und wenn sie sich nicht gestritten haben, dann sind sie auch heute noch Freunde. So, liebe Kinder, das war's. Wir sehen uns morgen wieder.